Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und heute habe ich hier ein goldenes Paket von HKM vor mir. Ich weiß nicht genau, was da drin ist. Ich weiß nur, dass auch noch andere Blogger-Mädels überrascht werden, ob es das gleiche ist oder etwas anderes oder was da überhaupt drin ist. Das werden wir jetzt gleich sehen und ich kann es jetzt auch nicht mehr lange aushalten, bin super gespannt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Es ist einfach so schön, dass das sogar golden angesprüht wurde. Also ich sehe schon etwas, was mir gefällt. Und zwar ist es pink. Ich zeige es euch einmal. So sieht das jetzt aus. Leider hat das Helium hier nicht gehalten. Aber guckt mal, wie süß dieses kleine Einhorn ist. Und hier ist noch eine Karte, die werde ich mir jetzt erstmal durchlesen. Auf dem Boden der Tatsachen liegt eindeutig zu wenig Glitzer. Das kannst du nach diesem Paket nicht mehr behaupten. Viel Spaß beim Auspacken. Hashtag HKM Unicorn. Ich bin gespannt. Es gefällt mir jetzt schon. Wir werden das Einhorn jetzt erstmal hier an die Seite legen. Wegfliegen kann es ja nicht mehr. Jetzt weiß ich ja, was die meinen. Gut, dass ich noch nicht gesaugt habe. Die Tiere werden sich freuen. Also hier ist wirklich genug Glitzer drin. In 1000 Schichten. Also ich würde sagen, sie haben minimal übertrieben. Oder sehe ich hier schon das erste Teil? Hier haben wir einen knallpinken Gymbag und ich muss sagen, es gibt ja viele Einhörner mittlerweile, aber das ist wirklich richtig niedlich. Und das ist keine Träne, es war ein Glitzerpartikelchen. Und es hat nämlich so einen schönen Farbverlauf, ich finde es richtig süß. Es ist so ein bisschen wie das Emoji auf dem Handy, aber nicht so richtig. Irgendwie ist das viel niedlicher. Ich lege das mal an die Seite und dann gucken wir mal, ob hier noch mehr drin ist. Und ja, es ist noch mehr drin. Wir machen weiter mit diesen krassen Socken. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Ich liebe Socken und ich mag auch bunte Socken und ich habe auch schon viele verrückte Motive, aber die gefallen mir richtig gut. Wer es kitschig mag, kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten. Hier haben wir jetzt noch eine Schokolade und da steht drauf, es ist nie zu spät, das Einhorn zu satteln. Ich habe noch nie ein so kitschiges und zugleich so cooles Paket ausgepackt. Und das Witzigste ist, guckt mal meine Fingernägel an. Ich zeige sie euch gleich nochmal im Detail. Sie sind nämlich voll im Regenbogen-Look. Als hätte ich es geahnt. Und hier ist sogar auch noch hier Glitzerkonfetti drin. Dann haben wir das süße Pferdchen. Hier auch nochmal als Bügelbild, würde ich sagen. Das ist echt niedlich. Ich finde das voll cool und ich habe gesehen, da ist noch mehr drin, deswegen mache ich jetzt auch weiter. Hier ist es noch ein zweites Mal. Und dann haben wir hier eine Fliegenmütze, auch in Pink. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass es bei mir nicht bunt genug sein kann. Und deswegen freue ich mich gerade wirklich, weil ich liebe es, wenn es knallig ist, wenn es auch mal kitschig ist, ein bisschen verrückt oder irgendwelche kreativen Muster drauf sind. Aber die ist nicht nur kitschig und pink, sie ist auch irgendwie total schick gemacht, denn dieser Stoff glänzt so ein bisschen. Dann ist dieses Einhorn aus Pailletten, die holographisch glitzern und auch das Einfassband, das funkelt noch. Und die Ohren sind aus so einem glänzenden Satin. Jetzt könnte ich ja, wenn ich mutig wäre, sagen, bei 5000 Likes, was wirklich jetzt viel wäre, unter diesem Video, was ihr wahrscheinlich auch nicht erreichen werdet, aber jetzt mache ich mal hier diesen YouTube-Daumen-Hoch-Contest, werde ich eine Prüfung auf Turnier reiten. Und ihr dürft noch in die Kommentare schreiben, mit welchem Pferd ich das machen soll. Ich bin gespannt, ob ihr das schafft. Ich hoffe nicht, dass ihr das schafft. Musik.
Es geht weiter mit zwei T-Shirts. Also das finde ich sogar richtig alltagstauglich. Ich habe es ja noch nicht richtig gesehen, aber das ist total dezent. Das ist ein graues T-Shirt mit den Einhorn vorne drauf in Pailletten. Das packen wir jetzt auch direkt aus. Ein sehr cooles T-Shirt, was hier an den Ärmeln auch so einmal umgeklappt ist. Also es ist wirklich richtig modisch. Und ich muss sagen, ich werde immer mehr Fan von diesem Einhorn. Es sieht einfach so niedlich aus. Es sieht irgendwie aus, als wenn es schläft und man möchte es einfach nur noch knuddeln. Gucken wir uns mal das zweite T-Shirt an. Das ist in Weiß und da ist das Einhorn in den Originalfarben drauf. Finde ich auch super. Also ich bin ja auch immer noch im Einhornfieber, habe ich gestern erst in meinem Video gesagt. Ich bin gespannt, was nach dem Einhorn-Hype kommt, aber solange der noch gilt, bin ich voll dabei. Wir wollen jetzt mal weitermachen. Oh, ich sehe das Highlight in diesem Karton. Patrick wird sich freuen, wenn er gleich in die Tür reinkommt. Ich sitze hier in einem Berg aus Glitzerkonfetti. Ich bin froh, dass ich noch nicht gesaugt habe. Hier haben wir die Schabracke in DL. Das heißt, dieses Outfit kann ich leider gar nicht fürs Turnier nehmen. Obwohl, da kriegen wir schon noch was gedreht. Also wenn ihr das erreicht mit den 5000 Likes, dann schaffen wir schon irgendwie eine Lösung, dass ich damit auf Turnier reite. Aber für zu Hause wird das definitiv Sammys Outfit. Denn DL ist ja für Sammy, da Sammy ja mit dem Dressursattel läuft. Und ich finde sie so geil. Sie ist so krass kitschig und schön. Ich freue mich. Es ist gerade ein bisschen wie Weihnachten. Wir wollen jetzt mal weitermachen. Oh, ich sehe das Highlight in diesem Karton. Jetzt glitzert alles. Der Boden glitzert, das Sofa glitzert, der Hund glitzert, ich glitzer. Das Video ist fast vorbei, aber ich möchte euch natürlich jetzt auch noch zeigen, wie das Ganze am Pferd aussieht, denn das kann ich selber nicht mehr abwarten und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das war's jetzt mit diesem unerwartet bunten Video und ich freue mich wirklich sehr. Vielleicht gefällt das ein oder andere Teil ja auch dem einen oder anderen von euch. Die Sachen sind von HKM. Ich packe euch einfach mal einen Link jetzt in die Infobox, denn das muss ich euch einfach zeigen und ich freue mich wirklich richtig doll. Es ist verrückt, es ist wirklich verrückt. Und dann bin ich gespannt, ob ihr es schafft mit den 5000 Likes. Wer verrückt? Also ich wünsche es mir eigentlich nicht, weil ich glaube, dann bin ich echt so das Gespött auf unserem Turnier. Meine Trainerin wird wahrscheinlich sich umdrehen und kennt mich nicht. Aber das macht nichts. Ja, dann verabschiede ich mich. Und wir sehen uns hoffentlich alleinschalten am Sonntag um 11 Uhr, denn dann kommt Patrick lernt reiten Teil 2. Und dann gibt es auch Dienstag endlich wieder ein Turnierberichtsvideo. Wird vielleicht ein bisschen chaotisch, denn Patrick fährt nicht mit aufs Turnier. Ich werde dann nur den Sonntag filmen und da bin ich dann mit Julina unterwegs. Bis dann. Tschüss.